In Dubai wurde in den letzten Jahren die wohl modernste Stadt der Welt aus dem Wüstenboden gestampft. Und das hier ist der spektakulärste Ort, den das Emirat zu bieten hat. Der Burj Khalifa, das ist das weltweit höchste Gebäude, das jemals gebaut wurde. Ein Deutscher zeigt uns, wie man da drin wohnt und wie man im höchsten Restaurant der Welt isst. Normale Häuser gibt's in Dubai nicht. Fast ausschließlich Wolkenkratzer, 300 Meter oder höher. Mittendrin ein Turm, der sie alle überragt. Burj Khalifa, 830 Meter, das höchste Gebäude der Erde. In der Schaltzentrale des längsten und schnellsten Aufzugs. Fensterputzen 700 Meter über dem Boden. Und mit der Luxusmaklerin in einer der teuersten Wohnungen der Welt. Wolfgang Wagner, 36, ist als Berater internationaler Konzerne immer auf Achse und verdient dabei viel Geld. Seit 3 Jahren wohnt er in Dubai. Ausländer bezahlen hier keine Steuern. Doch wer im höchsten Haus der Welt lebt, muss einiges in Kauf nehmen. Von der Garage zur Wohnungstür heißt es, 3 Aufzüge, 7-mal Karten scannen. Minimum 10 Minuten. Burj Khalifa, ein Haufen Sicherheitsschloss. Und das andere ist, dass hier viele Leute wohnen aus Ländern wie zum Beispiel Russland oder Nigeria oder Pakistan oder Südafrika, wo die Sicherheit als Problem ein ganz anderes ist als in Deutschland. Und für die ist halt dieser Standard hier in Burj Khalifa extrem beruhigend. 68. Etage. Wolfgangs Wohnzimmer liegt fast 300 Meter über der Erde. Nathalie Wagner schätzt am Burj Khalifa vor allem den Komfort. Die größte Mall der Welt, mit der sind wir direkt verbunden. Das heißt, wir sind wetterunabhängig. Das heißt, 43 Grad ist kein Problem für uns. Einkäufe erledigt sie vom Küchentisch aus. Ihre Bestellung wird im hauseigenen Supermarkt direkt bearbeitet. 15 Minuten später klingelt es schon an der Tür. 3 Viertel des Burj Khalifa können genutzt werden. In den ersten 8 Etagen befindet sich ein 5-Sterne-Hotel. Von Stockwerk 9 bis 108 Wohnungen, bis zum 160. Stock Büros. Doch was verbirgt sich in den obersten 40 Etagen, die kein Bewohner je zu Gesicht bekommt? 160. Stockwerk in 620 Metern Höhe. Hier ist Endstation für den normalen Aufzug. Die Fensterputzer aber müssen auf über 700 Meter. Dieser Lift bringt sie zum Equipmentlager. Von hier aus geht es nur noch zu Fuß weiter. Mit der Leiter steil nach oben. Über uns kommen nur noch diese Stahlverstrebungen. Und dann irgendwann die Spitze. Der Turm läuft spitz nach oben zu. Hier sieht's innen aus wie unterm Eiffelturm. Die obersten 30 Etagen erreicht man nur mit Metallleitern. Von Stockwerk zu Stockwerk wird die Grundfläche kleiner. Deswegen stehen die höchsten und eigentlich exklusivsten Etagen leer. Hier gibt's nur noch das Nötigste: Strom. Einsatz im 188. Stock. Das Burj Khalifa hat hier gerade noch 30 Meter Durchmesser. Wer als Fensterreiniger anheuern will, muss jahrelange Klettererfahrung vorweisen und bekommt eine mehrwöchige Schulung. Vorarbeiter Normandi Ignacio überprüft vor jedem Ausstieg die Ausrüstung. Die Winde und der Karabiner. Alles sicher. Der Wüstenwind ist tückisch. Mit diesem Gerät überprüft die Crew die Windgeschwindigkeit. Das Limit sind 30 km/h. Bei stärkerem Wind brechen wir sofort überall die Arbeit ab. 710 Meter über dem Boden steigt Bin Mohammed über das Geländer. Der 28-Jährige aus Bangladesch kommt aus einfachsten Verhältnissen. Seit 2 Jahren hat er einen der höchsten Jobs der Welt. Am Anfang hatte ich Angst, am höchsten Haus der Welt zu hängen, auf all die anderen Hochhäuser runterzuschauen. Aber jetzt bin ich stolz. Das ist ein ganz besonderer Job.
Bei meinen Freunden heiße ich nur noch Spider-Man. Und dieser Spider-Man hat auch einen der härtesten Berufe. Am Körper trägt er bis zu 18 Kilo Ausrüstung. Im Sommer herrschen hier 60 Grad, weil die Glasfassade die Sonne zusätzlich reflektiert. Und dazu kommt noch der Wind. Bei einer Außenhülle so groß wie 18 Fußballfelder ist am Burj Khalifa jeden Tag zu tun. Drinnen bekommt Bewohner Wolfgang Wagner von den Wartungsarbeiten nichts mit. 76. Etage, eines von 4 Fitnessstudios. Weil Joggen in Dubai bei bis zu 50 Grad keine Option ist, hat Wolfgang sein Workout nach innen verlegt. Danach geht es mit der Familie in die Wellness Area. Die deutschen Auswanderer genießen die Zeit zu dritt. Du kannst ja bis nachts um 10 im Rotzab rumsitzen. Du hast mehr Blick über den Dächern und schönes Leben genießen. Heißes Wasser bis hoch auf über 600 Meter. Wie ist das möglich? Die Antwort liegt tief im Keller. Hier befinden sich die Wasserpumpen und Klimaanlagen. Bassa Kassab, Technikchef des Gebäudes, sieht regelmäßig nach dem Rechten. Von Mai bis September hat es in Dubai durchgehend 40 Grad. Da ist eine funktionierende Temperatursteuerung überlebenswichtig. Burj Khalifa, das hat natürlich auch den längsten und schnellsten Aufzug der Welt, in den die Wagners jetzt steigen. 123 Etagen, 450 Meter in unter einer Minute. Also bei der Geschwindigkeit, man sieht sie auf der Anzeige, ist extrem schnell. Und man merkt es in den Ohren, dass man so alle 20 Stockwerke kurz schlucken muss. Und dann ist es wieder okay. Das ist aber ein lustiges Gefühl. Kontrolliert werden alle 57 Aufzüge von diesem Team im Gehirn des Burj Khalifa. Täglich gehen hunderte Alarmmeldungen ein. Auch Wasserversorgung, Klimatechnik, Lichtanlage und Feuermelder laufen hier zusammen. Kontrollteams überprüfen sofort jede Meldung. Im Burj Khalifa gibt es 1100 Wohnungen auf 110 Wohnetagen. Und die müssen sauber gehalten werden. Von einem 300-köpfigen Reinigungsteam. In jeder Zone haben Putztücher eine andere Farbe, damit keine Keime transportiert werden. Blau für Lobbys und Flure. Daniela Wojciu hat als Zimmermädchen angefangen. Heute ist sie in einem der luxuriösesten Gebäude der Welt verantwortlich für die Sauberkeit. Und gefürchtet für ihren scharfen Blick. Schnellcheck mit weißem Handschuh und Spezialspiegel. Ja, das passt so. Dann bitte im gleichen Tempo weitermachen. Vielen Dank. In Dubai haben wir durch den vielen Sand in der Luft einen Sonderfall. Dadurch entsteht ein feiner Staub, der sich überall ansammelt. Wir entstauben die Wände täglich. Einmal pro Woche dann die High-Level-Reinigung. Nicht mal die Außenwand ist vor den Putzteufeln sicher. Auch die Fassaden werden täglich entstaubt. Um eine eigene Putzfrau braucht sich hier niemand zu kümmern. Ein Anruf genügt und die dreiköpfige Reinigungscrew steht vor der Tür. Zunächst werden Beschädigungen gesucht und dokumentiert, damit sich später keiner beschwert. Maximal 45 Minuten haben die drei Männer pro Apartment. Der Preis variiert je nach Größe der Wohnung. Die anspruchsvolle Kundschaft erwartet danach poren tiefe Reinheit. Um die sicherzustellen, kommt Daniela Wojciu zur Abnahme. Jeder Arbeitsschritt muss gegengecheckt werden. Philosophie des Hauses. Unter Schwarzlicht sucht Daniela in der Küche nach Kleinigkeiten. In unserem Turm leben viele VIPs. Sie erwarten auch einen VIP-Service. Da muss jedes Detail passen. Der andere Grund, warum wir auf so hohem Level putzen, sind die Möbel. Hier ist alles sehr, sehr teuer. Wenn man da mal das falsche Mittel benutzt, hat man sofort einen großen Schaden. Das Bad ist der sensibelste Bereich. Hier gibt's die meisten Beschwerden. Was sie im Schwarzlicht sieht, gefällt Daniela überhaupt nicht. Suraj, du musst wirklich genauer aufs Detail achten. Sowas geht nicht.
Entweder wir putzen oder eben nicht. Solche Flecken dürft ihr wirklich nicht übersehen. Wir müssen so pingelig sein. 5-Sterne-Standard ist für uns das absolute Minimum. Auch Luxusmaklerin Birgit Wagner aus Berlin ist anspruchsvolle Kundschaft gewöhnt. Bauunternehmer Sebastian, 28, sucht eine Nebenwohnung in Dubai. Ein Freund soll ihn beraten. Schönen guten Tag, Herr Kirschner. Schön, Sie kennenzulernen. Hallo Sebastian, schön, dich zu sehen. Der junge Unternehmer will seine Geschäfte in Dubai ausbauen. Er braucht eine große Wohnung, die er auch als Büro nutzen kann. 3 Fahrstuhlfahrten später öffnet die Concierge die Tür zum ersten Objekt. So, welcome and enjoy. Wir haben hier 180 Quadratmeter. Ja, also es ist schon alles da, was man so braucht zum Wohlfühlen. Man muss nur noch einziehen, einräumen und genießen. Insgesamt 7 Zimmer, alle komplett möbliert. Der Preis von knapp 2 Millionen Euro ist noch verhandelbar. 88. Etage, toller Ausblick. Wir haben hier 2 Schlafzimmer und ein Gästezimmer. Hier haben wir das eine Schlafzimmer, Master Bedroom mit anschließendem Bad. Was ich bloß so ein bisschen bemängeln muss, also es sieht wie ein Hotelzimmer aus. Und das ist das, was mir persönlich ja so ein bisschen für eine Wohnung, das ist so ein bisschen Killer, definitiv. Ja. Dieser Kunde weiß, was er nicht will. Birgit Wagner versucht mit dem speziellen Sicherheitskonzept zu punkten. Diesen Notfallbunker, den gibt es alle 40 Stockwerke, also 4 Stück im Burj Khalifa. Und hier versammelt sich quasi alles an Anwohnern, wenn Feuer ausbricht, wenn Bombenalarm ist. Notfallversorgung und medizinisches Equipment werden auf dem neuesten Stand gehalten. Wie sicher soll sowas sein? Und wenn eine Bombe reinschlägt, dann schlägt die von oben rein. Und wenn das Haus zusammenbricht, dann bin ich samt Bunker dann drin. Also, das ist ja halt die Frage. Ja? Ja, aber ihr interessiert euch ja für das Apartment, richtig, das ziemlich niedrig ist. Daher könnt ihr dann direkt hier in den Bunker gehen. Kein einfacher Kunde, aber vielleicht führt der Weg zu ihm ja über die Nase. Willkommen in der Aromakammer des Hauses. In monatelanger Detailarbeit wurde ein eigener Duft für das Burj Khalifa entwickelt. Vor allem aus Zedernholz und Weihrauch. Jeder öffentlich zugängliche Zentimeter riecht danach. Ein solcher Kanister reicht, um das Burj Khalifa einen ganzen Monat zu beduften. Das mit dem eigenen Duft hat Sebastians Laune schon mal verbessert. Birgit Wagner hat noch ein weiteres Ass im Ärmel. Jetzt schauen wir uns ein 400 Quadratmeter Apartment an, okay, für 3,5 Millionen Euro. Mal schauen, was Sie dazu sagen. Voilà, hier ist das große Wohnzimmer. Ja, das ist noch mein Geschmack. Wow. 400 Quadratmeter auf einer einzigen Etage. 3 Schlafzimmer, 3 Bäder, begehbare Kleiderschränke. Eine riesige Fensterfront. Das versetzt sogar den verwöhnten Jungunternehmer in Entzücken. Ja, ich bin ein bisschen geflasht. Also schöne Wohnung, muss man echt sagen. Also top. Die Tür zur Terrasse ist mit einem elektronischen Windsensor geschützt. Ab 30 km/h darf man aus Sicherheitsgründen nicht mehr vor die Türe. So, hier haben wir das Sonnendeck. Und gleich eine andere Temperatur. Einmal mir nach zum Jacuzzi. So, da kann man sich natürlich ganz wunderbar entspannen. Wasser rein und Flasche Champagner. 100 Quadratmeter Terrasse. Auf dieser Fläche erstreckt sich im öffentlichen Spa der komplette Badebereich. Dieser Luxus hat natürlich seinen Preis. Unmöbliert kostet die Wohnung 3,5 Millionen Euro. So, wir sind jetzt am Ende der Führung angelangt. Dieses 400 Quadratmeter Apartment ist das größte, das wir hier im Burj Khalifa überhaupt haben. Wir ist also einmalig jetzt zur Verfügung. Ja, Interesse wäre schon in so einer Wohnung. Man muss natürlich überlegen, ob es sich rentiert. Das ist auf der einen Seite, weil Deutschland ist immer noch meine Heimat. Mhm. Und das wäre dann hier in alle Fälle ein Zweitwohnsitz. Ein eindeutiges Jein. Das Dubai-Geschäft des Bauunternehmers muss erst mal anlaufen. Familie Wagner hat sich dagegen schnell für die Wohnung im Burj Khalifa entschieden.
Heute haben Natalie und Wolfgang im Atmosphere reserviert. Das Sterne-Restaurant liegt im 122. Stock, knapp 450 Meter über dem Boden. Und ist damit das höchste Restaurant der Welt. Jakob Jamak aus Dortmund kam vor einem Jahr als Serviceleiter in das Spitzenrestaurant. Für ihn ein Traumjob. Wunderschönen guten Tag, Frau Wagner, Herr Wagner, willkommen in der Atmosphäre. Darf ich Ihnen vielleicht behilflich sein bei der Speisenauswahl? 50 Euro aufwärts kostet ein Hauptgericht. Das Atmosphäre ist die Adresse in Dubai. Die Anforderungen an Jakob und seine Kollegen sind hoch. Man muss natürlich den höchsten Respekt den Gästen liefern und zeigen. Es gibt nie einen Grund, mal einen Fehler zu machen, um ehrlich zu sein. Geht einfach nicht in dem Fall. Man sagt, Fehler sind okay. Ja, wir sind okay, aber hier muss man es einfach halt echt vermeiden. Ein Leben mitten in der Wüste, im höchsten Haus der Erde. Wolfgang Wagner hat diese Entscheidung noch nie bereut. Burj Khalifa, Touristenmagnet. Höchstes Haus der Erde. Direkt vor den Fenstern sprudelt der spektakulärste Springbrunnen der Welt. Doch wer weiß, wie lange sich Dubai noch mit diesem Superlativ schmücken darf. In China plant die Konkurrenz schon einen Wolkenkratzer, der 10 Meter höher ist. Vielen Dank fürs Ansehen. Wir haben da etwas, das könnte euch richtig interessieren. Wenn ihr es wissen wollt, dann klickt hier drauf oder geht auf galileo.tv.